Die Fans sind bereit. Wir sind bereit. Sie zu Hause hoffentlich auch. Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und mir. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Schauen wir kurz auf die Formation. Ist ein 4-5-1 geworden. Zabaleta. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jetzt David Silva. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Und Chahin. Kagawa. Kagawa. Und Mkhitaryan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Pass auf Reus. Der kommt gut. Jetzt vielleicht. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jetzt ist die Gefahr vom... Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Nuri Sahin. Super Flanke! İlkay Gündoğan! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Schmelzer. Schießt er ihn rein. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Sterling am Ball. Souverän, er hat den Ball. Shinji Kagawa jetzt. Jetzt kann er flanken. Problemlos hat er hier den Ball. Und jetzt der BVB. Jetzt müssen sie aufpassen. Marco Reus. Den spielt er. Nuri, das ist das Tor für den BVB. So kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten runter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wird's gefährlich. Sauberes Tackling von ihm. Aubameyang. Schuss! Da passt er auf und kann klären. Touré. De Bruyne jetzt am Ball. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Shinji Kagawa jetzt. Und Mkhitaryan. Gündoğan. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung.
Sokrates. Hummels. Piszczek. Sterling. Yaya Touré am Ball. Und nun ein Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Eckstoß also. Schussversuch. Entschlossen geklärt. Gut ausgewichen von Reus. Jetzt kann er weiterlaufen. Da wird er gestört. Und nun David Silva. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Und Gündogan. Das macht er gut.